Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Abgestürzt in den Bergen von Neuseeland kämpfen 7 Teilnehmer 14 Tage ums Überleben. Seven vs. Mittlerweile habe ich es auch geguckt, also bis zur finalen Folge, die auf YouTube verfügbar ist. So, Freunde, Butter bei den Fische. Ich habe mal wieder die Analytics 13, gecheckt oder? Und gesehen, dass über die Hälfte diesen wunderschönen Kanal noch nicht abonniert haben. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen supporten wollt, einfach auf den Abo-Button klicken. Ich würde jetzt gerne mal echt wissen, wie das bei mir ist. 62-38%. Top-Sprachen bei Untertitel. Kein Untertitel. Mit 95%. Glocke aktivieren und ich sag danke. Da ist er, der Raptor. Run. Renn um dein fucking Leben, mein Freund. Ja. Was? Gefangen? Das gibt jetzt Ärger. Das ist aber fiese Falle, oder? Ja, da geht's halt tatsächlich. Aber ich muss trotzdem sagen, auch trotz, dass ich jetzt geguckt habe und ich werde es auch zu Ende gucken, finde ich immer noch, das hat so ein bisschen Dschungelcamp-Feeling. Fand die Staffeln davor viel geiler. Warum? Keine Survivor. Disqualifiziert, 0 Punkte. Du bist erstmal ruhig. Ich bleibe, das weißt du, ne? Und deswegen den guten. Disqualifiziert, nö. Ich bleibe. Drüber nach. Jetzt keine schnellen Entscheidungen, sondern halt lass dir Zeit. Ich hau schon entschieden. Im Busch. Dass sie mich nicht finden. Hab mal echt Glück, dass noch jemand vom Security oben in den Bergen hockt und mit dem Thermalvision alles beobachtet hat. Okay. Nein, du legst zuerst auf. Mit Thermalvision, der ganze Scharfschützengewehr da stehen. Und telefoniert bloß. Man kennt es. Du legst zuerst auf. Okay. Tschüss. Ich fühle mich verarscht irgendwie. Hä? Würden Sie mir helfen? Was geht hier ab? Bitte helfen Sie mir. Helfen. Oh nein. Okay, schade. Spaß. Ich frag mich, ob der Cop, der das gemacht hat, dieses helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir, weiß, dass der so ein Meme geworden ist und was er darüber mittlerweile denkt. Das war doch ein echter Kopf, oder? Das war nur die Freiheit. Sah aus, als wär's aus einer Doku. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Dass ich jetzt aussehe wie ein Spacken? Jetzt flipp ich aus. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, so ein Pfeil und Bogen war eigentlich dort vollkommen sinnfrei. Das gut, man hat in der kleinen Kameraaufnahme Tiere gesehen, aber Die Clips, die ich brauche hier. Sandra rennt einfach von oben weg. Ja, guck mal, wie er kommt. Ja, guck mal, wie süß der ist. Oh! Da war eine Hummel, das war geil, das war der Content. Du ist aus Liebe gefreut, zu Tieren so, nur Bananen. So andere Tiere sind. Nein, oh Gott! Gerade hat mich eine Hummel angeschwört. Jetzt unter meinem Schuh. Oh, das ist aber Riesenschuh, Alter. Macht aber nichts. Was? Er hat die Hummel umgebracht! Hier haben wir die Hummel. Na, Schneck auf einen kleinen Spieß übers Feuer. Nein! Ist er die? Das ist auch alles legal hier, ja? Ja. Das ist doch alles legal hier. Ja, ist legal. Stehen Hummeln unter Naturschutz? Also Bienen, ja, Wespen? Wespen weiß ich gerade nicht. Schmeckt lecker. Ja, geröstet, ja, genau. Süß, nur. Da kommt die Hummel aus World of Warcraft, Mann, so riesig wie die ist. So röstlich. Eine einzige Hummel hat schätzungsweise 1-3 Kalorien. Oh ja, das ist gut. Kalorien? Diese Bewegung, die er gemacht hat, um diese Hummel zu töten, hat wahrscheinlich mehr Kalorien verbraucht, als er dazu bekommen hat. Das könnte vielleicht sogar stimmen. Dann noch ans Feuer bringen, aufspießen, braten. Ja, doch, doch. Was wäre ein Grund für euch, jetzt nach Hause zu fahren? Wenn ich mir ins Bein schneide. Wenn meinen Kindern was passiert halt. Fortnite Season 6. Kann ich nachvollziehen. Ja, der Erkrankung. Wobei, ich bin gerade wirklich auf Black Ops 6. Es ist endlich mal wieder ein COD nach sehr vielen Jahren, was mir Spaß macht und wo ich jetzt seit, na gut, ein paar Tage nach Release wirklich aktiv dranhänge. Ich habe es nicht gleich zu Release gespielt. Ich habe erst gewartet und gedacht, ach, weißt du was, ich probiere es jetzt mal allein wegen dem Zombie-Modus. Der ist übelst geil. Leider muss ich sagen, kennt man schnell alles von Zombie-Modus und es fehlt noch an Maps und sowas. Also bei Gold war der Zombie-Modus, wurde da durch diese Städte und so reißen, durch verschiedene Portale. Der war schon geiler. Bei der chronische Nachwirkungen mein Leben stark beeinflussen würden. Wenn dir ein Finger fehlt, würdest du auch hier bleiben? Verlust von einem Fingerglied wäre eigentlich kein Abbruchsgrund. Ein Finger verloren? Lüge. Kannst du das ankleben lassen, Mann? Einfach zum Anziehen ankleistern, fertig. Ich muss jetzt nicht zeigen, wenn der nicht zu lange ab ist, ne? Fucking Mann. Aber da ist ja kalt. Du kannst doch. Ich weiß nicht, wie das war. Du kannst ja, wenn er kühl gehalten wird, dann glaube doch länger, oder? Alter, was geht ab? Aber ich riskiere doch nicht für ein Social-Media-Format mein Finger, Digga. Also ich vollkommen bin gekloppt. Was so weit angeht, hast du null Ahnung. Ah. Ich gehe hier.
Ah. Nicht unbewaffnet in den Kampf. Jetzt ist die Zeit der echten Raubtiere. Richtiges Entfernen. So ist der Brand also wirklich entstanden. Okay, das war cool. Ich muss auch, in der ersten Folge war halt schlimm, dieses Alter, Digga. Aber ich muss sagen, das hat sich dann zum Glück nach einer Zeit gelegt. Aber dieser Stefan war mir sehr unsympathisch. Also zum Kotzen. Digga, ich dachte legit, ich sterbe. Also ich habe legit Trauma davon. Ich habe mit den Händen wie das Feuer gekämpft. Du hast das Lager angezündet. Du hast das Lager angezündet. So eine krasse Form von Mobbing habe ich selten erlebt. Ich habe vorhin... du hast das Lager angezündet. Ey, das ist Mobbing. Schon gesagt, dass ich gleich den Knopf drücke und dann bin ich raus. Das kann es doch jetzt nicht sein. Claude Yellow, Linden. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Und zwar vom guten alten Stefan. Was ist los? Es hat sich eine komische Gruppendynamik entwickelt. Das ist sowieso so ein richtig schwaches Ding, muss ich sagen. Weil es hieß doch entweder alle zusammen oder jeder einzeln. Und der war ja sowieso eigentlich fast nur unterwegs und hat nichts gemacht. Und warum ist er dann nicht einfach woanders hingegangen, hat dann für sich weitergemacht? Er wollte eigentlich sowieso woanders sein Lager aufschlagen. Das ist das, was mich jetzt dazu bewegt hat, quasi dann auszuscheiden. Okay. Ich denke eigentlich mal, in Wirklichkeit kommt er eigentlich einfach nicht mehr. Okay, wir gehen jetzt einkaufen. Ich ging jetzt einkaufen? Mitten in der Wildnis einkaufen? Das macht Sinn. Es geht. Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute mit dabei, Flying... Wenn ich umfall, trag mich einfach. Expedition, okay. Hawaii-Koffer. Ego zurück, ist kein Rekord. Ganz entspannt machen. Wenn ihr graue Tage habt, dann macht sie hell. Wenn euch kalt. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, was wäre gewesen, wenn sie diesen Briefkasten nie entdeckt hätten, weil sie nie dahin gelaufen wären. Macht euch Feuer. Wenn ein Auto über euch drauf fährt. Oder war denen vorgesagt worden, dass da ein Briefkasten steht oder dass sie den suchen sollen? Weiß ich gar nicht. Entweder nicht oder ich habe nicht aufgepasst. Wieder auf. Falls ich habe das nebenbei geguckt, wo ich COD. Auto drüber. LKW drüber. Krankenversicherung drüber. Steuern drüber. Versteht ihr? Wo bringt er ihn hin, Alter? Ich sehe den Koffer. Was ist der Mount Everest auf dem... Was geht hier ab? Lager. Wow. Wenn du da reinfällst, ne? Dann hast du richtig Geburtstag. Hä, echt? Ja. Geil! Oh, Mama Mia, Manana Mono. Geil. Der springt einfach rein. Und er freut sich. Geil, ganz entspannt runter. Ach, so ist es in Wirklichkeit abgelaufen. Yay. Oh, wie geil ist das denn? Oh, yeah. Hugo ist von uns gegangen. Und es gibt halt Dinge, mit denen man nicht rechnet. Nö. Na gut, man hat wirklich nicht damit gerechnet, dass er jetzt da reinspringt, Alter. Egal, scheiß drauf. Oh. Ey, das ist aber ein Riesen-Oschi. Okay. Ist der schwer? Ja. Oh nein, das hört sich zweideutig falsch an. Das ist ein Riesen-Oschi, oh nein. Es müssen meine Zigaretten drin sein. Digga, Uwe sagt mir, ist drin. Guck rein. Okay, ich mach auf. Das sieht aus wie ein Sarg, Mann. Simsalabim, meine Freunde. Oh, okay. Wieso ist denn er da drin? Das war ein kleiner Scherz, beruhigt euch. Keine Zigaretten? Nee. Keine Zigaretten. Das hat sich so krass nicht gelohnt. Das ist ein bisschen übergriffig. Ich muss ehrlich sagen, Sandra sieht hier in den Cartoons irgendwie aus wie so eine Pennerin. Hey, heute war ein Scheißtag. Um das mal ganz deutsch auszudrücken. Morgen wird's besser. Es tut mir leid. Ich hab den Koffer jetzt einfach fallen lassen hier. Weil der mir so auf den Sack geht. Das tat mir gerade weh. Oh, ist voll in die Steine reingekloppt. Oh, fuck. Du warst ab Minute 12 disqualifiziert. Du hältst jetzt erstmal die fucking Schnauze, sonst hast du mit mir ein Problem. Er macht einfach die eigenen Regeln. Er ist einfach so auf Chuck Norris Level. Oh, scheiße, Digga. Kein Bock mehr. Also ich habe ja keine Zigaretten. Boah, ich muss fast heulen, weil ich das so traurig finde. Ich bin am Ende. Ich habe mich dazu entschieden, Code Yellow zu drücken. Ja, was soll ich machen, Leute?
war eine Schachtel mit 14 Zigaretten und die war nicht versteckt. Ey, da musste ich so lachen, Alter. Da musste ich ernsthaft so lachen, wo er das erzählt hat in dem Interview. Das war so krass. In diesem Moment habe ich gerade Borderlands 3 gespielt auf der PS5, weil ich da noch alle Trophäen holen will, bevor Borderlands 4 kommt. Da war kein Scheiß, nein, wirklich? Und dann muss ich auf PC nein, noch alle Trophäen holen. Erfolge. Okay, das war cool, ja, das war schon sehr nah dran. Es war, glaube ich, sogar näher dran als das Original. Ey, das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Ja, warte mal, wieso ist das das Finale, wenn es das Finale noch gar nicht gibt?